das Ganze etwas näher bringen. In diesem Sinne, willkommen zu Felli bringt euch den Skisport näher, Episode 1. Ich weiß nicht, ob es Episode 2 gibt. Wir nennen das Ganze jetzt einfach einmal so. Auf jeden Fall versuche ich euch in der heutigen Episode den Skischuh etwas näher zu bringen. Skischuh ist eh schon fast die falsche Ausdrucksweise, weil wie ihr hier sehen könnt, da gehören einfach sehr viele Teile dazu. Hier haben wir mal auf jeden Fall die Skischuhschale, dann haben wir hier die Zunge, den Innenschuh, dann haben wir die Sohle und was wir hier noch haben, ist der Keil. Der Keil liegt in der Skischuhschale hier so drinnen. Warum ich mich für den Skischuh entschieden habe, ist ganz einfach. Meiner Meinung nach ist der Skischuh das wichtigste Materialstück in unserem Sport, weil er die direkte Verbindung zwischen Körper und Material ist. Sprich, Fuß, Bein, Schienbein, alles zusammen, wie ihr es auch nennen wollt. Schuh, Bindung, Platte, Ski, Schnee. Und ja, von dem her, glaube ich, ist das ein sehr großer Bestandteil. Fangen wir mal mit der Skischuhschale an. Ich versuche euch jetzt zu erklären, was es für Bestandteile gibt und was man eventuell verändern kann. Wir haben bei der Skischuhschale die Unterschale, das oben, das wird Manschette genannt. Da haben wir hier nur die Schnallen, die Manschette und die Unterschale wird durch ein Canting verbunden. Das haben wir hier links und rechts einmal. Beim Canting kann man die Aggressivität vom Schuh einstellen. Das ist jetzt ein Slalomschuh, davon die meisten so um die 1 Grad. Das heißt, da wird der Winkel oder die Grad eben verändert. Ansonsten an der Unterschale kann man eigentlich nicht sehr viel verändern, aber was man hier nur sieht, ist die Sohle. Die Sohle ist mit Schrauben an die Unterschale geschraubt und hier zwischen den beiden Teilen kann man eventuell halbe Millimeter Platten einlegen, um den Skischuh aggressiver oder eben, wenn man sie wieder entfernt, weniger aggressiv zu machen. Ist wieder athleten- und bedingungsabhängig. Was wir noch haben, ist hier die Zunge. Die Zunge kann ans Schienbein oder an den Fuß angepasst werden. Ist wieder athletenabhängig und auch bedingungsabhängig, weil wenn man sie anpasst, ist sie definitiv aggressiver, als wenn man sie nicht anpasst. Was wir hier noch haben, ist der Innenschuh. Am Innenschuh kann man jetzt so nicht viel verändern. Man kann ihn auch anpassen mit Wärme oder man kann ihn auch schäumen. Da wird dann hinten Schaum reingepumpt und an den Fuß angepasst, mehr oder weniger. Ansonsten, was man verändern kann, ist hier der Spoiler. Den Spoiler gibt es auch bei der Skischuhschale nochmal oder bei der Manschette. Kann man raufschrauben bei der Manschette, beim Innenschuh ist es raufkletten. Ist wieder athletenabhängig, verändert auf jeden Fall den Winkel im Sprunggelenk oder im Fuß. Zu guter Letzt haben wir hier noch, was wir vorher noch haben, ist der Keil. Der Keil liegt, wie gesagt, in der Skischuhschale drin. Da gibt es verschiedene Größen oder Stufen oder wie man es nennen will. Da steht jetzt 12/22 drauf, bedeutet vorne 12 mm Höhe, hinten 22 mm Höhe. Verändert wieder den Winkel im Sprunggelenk, beziehungsweise auch die Sprunghöhe im Skischuh. Und jetzt zu guter Letzt haben wir noch die Schuhsohle oder die Einlagsohle, wird auch mit Wärme oder Druck oder beides an die Fußsohle angepasst, wird dann eventuell unten verstärkt mit verschiedenen Materialien, um den Fuß zu unterstützen und bessere Kraftübertragung zu entwickeln. Ja, es ist ein unendliches Spiel, es hört nie auf, egal wie lang deine Karriere ist, du wirst immer an diesen Teilen und noch viel mehr tüfteln. Ich hoffe, ich habe euch ein bisschen näher bringen können, wie komplex der Skisport ist. Ich hoffe, ich habe euch ein bisschen was zeigen können. Und ich hoffe, es hat auch Spaß gehabt. Bis zum nächsten Mal. Servus, habe ich